Die Therme Erding. Spaß, Action und Entspannung auf ganzen 185.000 Quadratmetern. Laut den Betreibern die größte Therme der Welt. Besonderes Highlight, die 27 Wasserrutschen. Darüber hinaus 34 Saunen zur Entspannung, unter anderem mit bayerischem Aufguss. Und jetzt haben wir angeheizt, oder? Prost. Prost. Zum Komplex der Therme gehört ein Hotel. Mit seinen 128 Zimmern liegt es direkt am Wellenbad. Hier verbringt Familie Nicosia aus Köln 2 Tage Kurzurlaub. Ihre Kabine kostet sie knapp 400 Euro pro Nacht, inklusive Frühstück und Thermeneintritt. Also wir erwarten uns eigentlich für die Kinder viel Abenteuer. Und für die Mama und für mich vielleicht auch ein bisschen Wellness, ein bisschen Ausruhen. Ja, ich lasse mich schon mal ganz überraschen. Ich bin total heiß und gespannt und ja, warte auf die Dinge, die da kommen. Die meisten Zimmer hier sind im maritimen Stil eingerichtet. Und einige haben sogar eine Art Meerblick. Passende Thermenbekleidung gibt es hier auch. Kannst du mir mal ein Badewasser geben? Gehst du? Ach nee. Ach, doch, das ist deiner. Das größere dürfte meiner sein. Der Größe M. Größe M. F. Für die Familie beginnt nun das Abenteuer Therme. Wer hier am Wochenende im Schiffshotel unterkommen will, muss oft Wochen vorher buchen. Der legendäre britische Admiral Nelson ist Hotelpate. Was ist das denn? Hilfe. Der kommt aber ganz schön grimmig. Hotelgäste haben einen exklusiven Zugang zur Therme, ganz ohne Anstehen. So paradiesisch leer ist es allerdings nur am frühen Morgen. In der Ferienzeit können sich bis zu 10.000 Gäste in der Therme tummeln. Wer kein Hotelgast ist, zahlt mindestens 34 Euro für die Tageskarte. Ich muss warten, bis es grün wird. Jetzt geh. Wer auch die Sauna nutzen will, muss 7 Euro dazu zahlen. Du bleibst jetzt stecken. Ich bleib stecken. So, jetzt suchen wir uns erstmal ein Plätzchen, wo wir die Klamotten ablegen. Ja, würde ich auch sagen. Lass uns Plätzchen suchen. Lass uns mal ein bisschen weiter durchgehen. Da sind so schöne Muscheln, da möchte ich eigentlich so eine haben. Um diese Uhrzeit sieht es hier noch aus wie in einem unberührten Paradies. Doch das wird sich bald ändern. Ja, also da, nimm mal so eine Muschel. Ja, hier. Wer erst mittags kommt, findet kaum mehr eine leere Muschel. Dafür bleibt in den insgesamt 30 Wasserbecken genug Platz. Ja, die ist schön. Ja. Da haben wir eine Muschel gefunden. Da kann man es gleich auch reinlegen, wenn die Kinder alleine mal unterwegs sind. Dann So, dann machen wir das wie die guten deutschen Touris auf Mallorca und legen unsere Handtücher aus. Ne? Die Großfamilie ist in halber Besetzung angereist. 3 der 5 Kinder sind noch zu klein für ein Spaßbad dieser Dimension. Zweisamkeit und Ruhe, für das Paar ist das eher selten. Definitiv schön, dass wir zwar auch mal alleine hier sitzen können, weil wir sind eine Großfamilie im Normalfall und dass Zweisamkeit eher zweitrangig. Die Eltern sind geparkt. Für die Kinder geht es ab zu den Wasserrutschen. 27 verschiedene Rutschen stehen hier zur Verfügung und noch hält sich der Andrang in Grenzen. Die Auswahl an Rutschen ist überwältigend. Für die längste braucht man einen Reifen und eine kleine Schwester. Wenn man Sachen braucht, dann holt die kleinere Schwester immer was für dich. Die vielen Wasserrutschen sind die Attraktion in der Therme Erding. Damit sollen die Massen angelockt werden. Die Magic Eye ist mit 365 Metern die längste Röhrenrutsche der Welt. Die Fahrt dauert im Durchschnitt über 1 Minute. Die Rutsche war mega cool. Die war richtig cool. Es war alles so unerwartet. Erst geht's so, dann geht's plötzlich so. Ja. Im Galaxy wurden bereits mehrere Rekorde im Dauerrutschen aufgestellt. Alle Rutschen haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Rekordverdächtig sind hier auch die Wartezeiten, manchmal bis zu 1/2 Stunde. Die Highspeed-Rutschen mit Geschwindigkeiten bis zu 72 km/h sind der Renner. Die steilste davon ist die Kamikaze mit 60 Grad Neigungswinkel. Solche Rutschen dürfen erst ab 15 Jahren befahren werden.
Die Saunawelt in der Therme Erding ist ein gigantischer Komplex. Insgesamt gibt es 34 Saunen und Dampfbäder zu erkunden. Dorthin zieht es nun auch die beiden Kölner. In dieser Blockhütte soll es gleich richtig heiß hergehen. Entspannen und schwitzen war gestern. Die Sauna von heute muss Entertainment bieten. Oktoberfest in der Therme Erding. Wieder zum Okwärtstes, oder? Prost. Prost. Bierzeltatmosphäre bei 90 Grad. Mit Aufgussdüften von Spekulatius, Liebesapfel und Lebkuchen. Der Wiesenaufguss ist gerade der Renner in der Therme. Solche Events gibt es hier bis zu 5-mal am Tag. Jeden Monat wechselt das Programm. Trotz Affenhitze. Hier schmeißt niemand so schnell das Handtuch. Auch Caroline und Sandro nicht. In der Wiesensauna wachsen heute alle über sich hinaus. Ich musste auch ganz ehrlich an meine Grenzen gehen. Der Aufguss war mega heiß. Ich habe gedacht, mir brennen die Lippen weg beim zweiten Durchgang. Und ich bin echt erstaunt, dass ich das durchgehalten habe. Ich fand es mega lustig. Das war, hat so was von Volksfeststimmung gehabt. Das hat Spaß gemacht. Als Saunameister braucht man Entertainer-Qualitäten und Kondition. Weil die Leute viel mitmachen, viel agieren und viel aktiv dabei sind, kommt die Hitze gar nicht so zur Geltung. Also das merkt man gar nicht so. Hast du immer mal wunderbare Abkühlung von innen, das macht das Ganze einfach. Also wir auf jeden Fall. Die 27 Rutschen machen zusammen insgesamt 2700 Rutschenmeter. Regelmäßig kommen neue Attraktionen hinzu. Doch ganz ungefährlich ist es auf Europas größter Rutschenanlage nicht. Das müssen auch die beiden Schwestern erleben. Diese Rutsche darf nur mit Reifen befahren werden. Die halbe Strecke rutscht Paula aber ohne Unterlage. Ich hab meinen Reifen verloren. Ich hab sie an den Füßen festgehalten. Das Wasser hat uns hochgeschleudert und dann bin ich im Reifen gefallen. Was zunächst noch lustig ist, entpuppt sich als schmerzhaft. Paula wird ein Fall für die Rutschenaufsicht. Mehrmals am Tag müssen die Aufsichten kleinere Verletzungen behandeln. Strenge Regeln sollen Unfälle vermeiden, doch nicht alle halten sich daran. Da gibt es halt eine Verwarnung, wenn sowas nochmal passiert. Ein zweites Mal, dann, wenn sie das Galaxy erstmal verwiesen, wenn sie in einem anderen Bereich wieder rumstenkern, dann gibt es den Hausverweis. Zum Glück hat Paula nur Kratzer abbekommen und kann nach einer kleinen Zwangspause wieder rutschen. Für den Familienvater geht es weiter zum nächsten Saunaerlebnis. In die Zirbelstube dürfen allerdings nur Männer. Servus, grüßt euch. Bayerische Stammtischkultur bei 55 Grad, inklusive Aufguss. Und jetzt soll ich sagen, stoßen wir erst einmal an und dann starten wir. Prost, lasst es euch schmecken. So gut kann Sauna schmecken. Das ist ein super Aufguss, der mir schmeckt. Also das könnte ich den ganzen Tag hier eigentlich machen. Muss sagen, war jetzt das Beste, so, was wir bis jetzt hier erlebt haben, zumindest aus meiner Sicht. Wenn die durchschnittlich 5000 Gäste pro Tag zur Mittagszeit der Hunger überkommt, haben sie hier die Qual der Wahl. 7 Restaurants, 9 Imbissstände, dazu diverse Pool- und Cocktailbars. Die 4 Urlauber haben sich heute für die gehobene Variante entschieden. Kränkelnde Kinder generell nerven sehr, deswegen sind wir auch direkt hier rein, weil die wirklich richtig Hunger haben. Ein sättigendes Hauptgericht bekommt man ab 12 Euro. Für Münchner Verhältnisse zwar durchaus im Rahmen, aber bei 4 Leuten und mit Getränken kommen schnell 70 Euro zusammen. Klar hätte man sich auch eine Pommes auf der Hand holen können für 2,50 Euro oder 3 Euro. Aber wie gesagt, wenn man sowas mal macht und nicht jeden Tag macht, denke ich, das ist immer. Nach dem Mittagessen geht es für die Eltern mit dem Entspannungsprogramm weiter.
In den Becken der Therme ist Thermalwasser. In den großen Pools ist es 34 Grad warm. Diese drei Gesundheitsbecken haben den Salzgehalt vom Toten Meer. Damit die Gäste entspannen können, schuften die Mitarbeiter der Therme rund um die Uhr. Heute im Programm etwas ganz Besonderes. Jede Klangschale bezieht sich auf gewisse Körperregionen. Also die kleineren Klangschalen sind eher für den Kopfbereich, die größeren Klangschalen eher für den Bauch- und für den Beinbereich. Die Schallwellen bringen das Wasser in Schwingung und sollen beruhigend auf Körper und Geist wirken. Caroline fällt schnell in einen tranceähnlichen Zustand. Getragen von Salzwasser und sanften Tönen. Das soll angeblich gesund sein. Der Mensch nimmt diese Töne richtig tief auf und sie wirken sogar zellerneuernd. Nicht jedem ist das geheuer. Die liegt da im Moment zumindest wie eine tote Meerjungfrau. Als wenn Ariel kurz vorm Untergang wäre. Aber wenn es entspannend sein soll. Rückkehr ins Diesseits. Mega geil. Das ist cool. Die Töne brummen und man merkt es an den Händen, am Kopf und sowas alles, ja. Aber die Schwerelosigkeit, echt cool. Ob dem Gemahl ein ähnlich meditatives Erlebnis beschert wird? Die Klangschalenzeremonie wird hier bis zu 5-mal täglich durchgeführt. Ich bin guter Dinge, dass er das überlebt. Das Salzwasser trägt. Doch irgendwie schlagen die Klangschalen bei Sandro nicht an. Ich war wahrscheinlich zu verkrampft, weil ich bin ein bisschen schwerer als die Caro. Ich habe gedacht, gleich geht das Walross runter und dann war es das. Ne? Sehr beliebt in der Therme Erding ist neben den vielen Saunen, Pools und Rutschen auch das Wellenbad. Das riesige Becken hat Platz für 800 Badegäste und fast 1,7 Millionen Liter Wasser. Ich bin mal vier. Ich bin etwas dicker. An den Poolnudeln kann man sich bei bis zu 3 Meter hohem Wellengang festklammern. 5 verschiedene Wellenstärken können erzeugt werden. Die Intensität regelt der Wellen-DJ. Doch der ist nicht nur zur Unterhaltung da, sondern auch für die Sicherheit der Badegäste. Vor, dass Leute Wasser schlucken, dann eben panisch werden. Dann werfen wir einen Rettungsring rein und wenn die den eben nicht mehr greifen können, wenn die da Probleme haben, dann springen wir selber rein und geben eben Hilfestellung, damit die sicher aus dem Becken rauskommen. Das Thermalwasser stammt aus einer benachbarten Quelle. Es beheizt zunächst ein Viertel der Erdinger Haushalte, bevor es gefiltert, entschwefelt und abgekühlt hier ankommt. Trinkwasser ist es zwar nicht, aber so einen Liter habe ich schon geschluckt, weil ich bin eben mal mit der Nudel umgekippt, weil ich mir zu wenig genommen habe, aber jetzt ist es ganz entspannt. Dass es auf einmal so entspannt ist, liegt auch daran, dass die Wellen langsam abklingen. Danach wird ein Viertel des Wellenbads für Badegäste gesperrt. Denn zweimal in der Woche rückt Florian Behrendt an, um in dem Becken nach Fundsachen zu suchen. Hier an den Seiten des Beckens befinden sich die Wellenkammern. Darin werden über Luftdruck die verschiedenen Wellen erzeugt, die sich im gesamten Becken verteilen. Badegäste dürfen auf keinen Fall hier hineinschwimmen. Es besteht Lebensgefahr. Deshalb sind die Kammern vergittert. Da das Wellenbad ein Gefälle hat, landen alle größeren Gegenstände irgendwann in einer der Kammern. Bei 6 Stück kommt immer einiges zusammen. Doch schon die Beute aus einer einzigen kann sich sehen lassen. Aber sonst haben wir auch Schmuck dabei. Kettenringe, Armreifen, alles, was man irgendwo am Körper trägt oder nicht am Körper tragen sollte. Die werden jetzt mal eine gewisse Zeit hier gebunkert, sollte sich derjenige melden. Und wenn nicht, dann werden sie irgendwann entsorgt. Der nächste Morgen in der Therme Erding in Bayern. Familie Nicosia sitzt bereits auf gepackten Koffern. Hat sich der Trip gelohnt? Ich fand eigentlich alles cool, aber was ich am meisten gut fand, waren draußen die Rutschen. Das war der Burner.
cool war es ohne Eltern, weil da konnte man so viel Action machen, wie man will. Grenzwertige Erfahrung war bei mir mit der Sauna, das muss ich jetzt nicht nochmal haben, so heiß. Aber alles in allem, für die Kids war was dabei, für uns ältere Fraktionen war was dabei. Ein paar Sachen haben wir gemacht, wo wir auch neue Erfahrungen mitnehmen werden. Aber in 2 Tagen ist es, glaube ich, nicht zu schaffen. Rund 1.000 Euro für Unterkunft, Eintritt und Essen hat sich die Familie das Abenteuer Therme kosten lassen. Eine beachtliche Summe für einen Kurzurlaub.